liebe Stifter, liebe Gäste dieser Preisverleihung, ich bin überwältigt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin auch richtig aufgeregt. Sollte ich nicht sein, wenn ich so einen Preis bekomme. Aber es ist schon was anderes, wenn man vor so vielen Weggefährten, vor so einem Publikum steht, für so vielen Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, die heute hier sind, mit denen ich mal gestritten habe, zusammengearbeitet, mal gefeiert, mal nachgedacht, wie geht es eigentlich uns im Wissenschaftssystem und wie geht es weiter. Ich freue mich wirklich sehr für diese ganz besondere Auszeichnung und möchte noch mal ganz herzlich Ihnen allen danken für das fantastische Lob. Es ist wirklich toll, diese Auszeichnung zu bekommen, weil sie den Blick auf eine doch wirklich wichtige Aufgabe der Wissenschaft lenkt, im Gespräch zu bleiben. Und das gilt nicht nur für das Miteinander, sondern eben auch im Gespräch mit dem sogenannten Anderen, also denen, die außerhalb unseres Wissenschaftssystems stehen. Ich habe ein bisschen rote Ohren jetzt von dem ganzen Lob, den schönen Sachen, die ich gehört habe. Aber ich bin auch erstaunt, dass so sehr das Thema der Weiblichkeit im Vordergrund steht. Und da muss ich mal sagen, dass es für mich interessant war bei dem Lob, und das ist heute Abend auch ein bisschen angeklungen, doch immer wieder zu hören, so ein besonderes Lob zu meiner ganz besonderen Kernkompetenz, den Chromosomen. War ja klar, dass jetzt endlich mal wieder eine Frau dran ist. Oder das tollste Lob für uns beide, Frau Grimm und mich, war ja klar, dass wenn eine Frau die Jury vorsitzt, dann eine Frau gefördert wird. Das sind bestimmte Typen von Lob, die einerseits natürlich wahr sind. Es stimmt ja, ich bin erst die zweite Frau. Frau Grimm ist vielleicht, ich weiß nicht, die erste Frau wahrscheinlich, die dieser Jury vorsitzt. Das stimmt alles. Statistisch ist es richtig und wissenschaftlich wichtig, solche Fakten hervorzuheben. Und dennoch piekst das so ein kleines bisschen. Warum ist es immer noch ein Thema, dass die Kernkompetenz von Frau Grimm und mir nun mal unsere Chromosomen sind? Aber weil Sie es nicht anders wollten, spreche ich heute Abend vor allen Dingen um komplex sprechende, komplex kommunizierende Frauen, dass es sie gibt und dass sie ein gutes Leitbild für die Wissenschaftskommunikation sind. Und da bitte ich um mein Bild. Heute Abend gibt es keine PowerPoint-Präsentation. Ich brauche nur ein einziges Foto. Und dieses Leitbild meines Vortrages, die Tiefseeanglerfischin, haben Sie zu Beginn des Films durchs Bild schwimmen sehen. Genau, ich übe auch gleichzeitig gendergerechtes Sprechen. Warum dieses Leitbild? Wie kann ein solch wunderschöner Fisch als Leitfaden für einen kleinen Vortrag zur Wissenschaftskommunikation und auch der Tiefsee sein? Beides gleichzeitig, denn die Aufgabe heute Abend für mich war eben nicht einfach einen Forschungsvortrag zu halten und nicht jetzt auch eine Belehrung über die Relevanz der deutschen Wissenschaftskommunikation per se zu machen, sondern hier vor Ihnen zu stehen und etwas Persönliches zu sagen, Sie mich fühlen zu lassen und das, wofür ich ausgezeichnet worden bin. Also das besondere Leitbild hier ist die komplex kommunizierende Frau, Tiefseeanglerfischerin, und sie ist in ihrem dunklen großen Raum immer noch sehr selten. So wie wir sprechenden Frauen in der Wissenschaft, so wie die Preise für die Wissenschaftskommunikation. Wenn man sie erhascht jedoch, leuchten sie und erfüllen einen ganzen Raum. Das können Sie auch sehen. Sie alle sind hier. Diese besondere Tiefseeanglerfischin, und das ist jetzt kein Witz, ist das erste Foto einer lebenden, sich gerade in Paarung befindenden Anglerfischin. Sie sehen dort braun dieses kleine Zwergmännchen am Tiefseeanglerfischin kleben. Diese beiden sind verwachsen miteinander. Sie sehen auch dieses merkwürdige Leuchten des Fisches, haben Sie vorhin auch gesehen, als der Film ablief. Und die Rebikow Foundation, also nicht Wissenschaftler, sondern privat geförderte Menschen, die Zeit haben, in der Tiefsee herumzuhängen und Fotos zu machen, haben diese einzigartige Dokumentation vollbracht. So sehen die aus, bevor sie gefangen werden. Jetzt muss ich an dieser Stelle kurz eine Anekdote einflechten, nämlich in 2011, Dorothee Zwonig hat mich vorher noch mal daran erinnert, habe ich schon einmal bei der DFG-Jahresversammlung mit einem Vortrag Tiefer tauchen, tiefer forschen sprechen dürfen und habe von Tiefseeanglerfischen und Fischinnen berichtet. In dem Moment, wo ich meinen Vortrag gehalten hatte,
lief auf einmal Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, mit ihrem ganzen Team von Bodyguards und Begleitern in den Raum hinein. Sie war verspätet, ich war gebrieft, ich soll nicht anhalten, weiterreden habe ich auch gemacht. Sie saß und ich sprach von dieser Geschichte von den Tiefseeanglerfischinnen, die eben nur als Mutterschiffe so groß werden. Die Männchen sind immer kleine Zwergmännchen und das habe ich alles erklärt. Und auf einmal ein schallendes Lachen durch den Raum. Die Bundeskanzlerin hat sich herzlich kaputt gelacht. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt hier sagen, hat nichts mit Wissenschaft, nichts mit Tiefsee zu tun. Ich wünsche ihr heute und morgen in dieser Zeit kräftiges Lachen. Und ich wünsche ihr, wenn es an der Zeit ist, genau das zu tun, was Tiefseeanglerfischinnen nun mal tun, wenn die Männchen ihr Zweck erfüllt haben. Sie werden dann aus Gründen des Energiemangels verdaut. Sie verschwinden. Aber jetzt zu meinem Vortrag. Der Leitgedanke ist ja, an der Tiefseeanglerfischin Ihnen drei Teile der Wissenschaftskommunikation und meines persönlichen Verhältnisses zur Wissenschaftskommunikation zu erzählen. Teil 1 ist das Selbstleuchten. Tiefseeanglerfische heißen so, weil sie eben diese fantastische Angel haben. Sie sehen sie hier vorne. Sie können selbst leuchten. Und Selbstleuchten ist für mich der Inbegriff der Wissenschaftskommunikation, wie ich gleich erklären werde. Teil 2 ist: Sie können festhalten, sie können sich verbeißen, weil sie so ein großes Maul und so merkwürdig nach innen gebogene Zähne haben. Wenn sie eine Beute erwischen, dann müssen sie einfach festhalten. Auch wenn die Beute dann zu groß ist, dann verschlucken sie sich vielleicht daran. Aber die Evolution hat ihr einen Vorteil verschafft mit diesen Zähnen, die zupacken und nicht mehr loslassen. Und gleichzeitig festhalten auch nochmal als das Symbol der Symbiose mit ihrem Zwergmännchen. Wenn dieses Zwergmännchen nämlich angedockt ist, dann werden Enzyme ausgeschieden, die Haut auflösen. Das Tiefseeanglerfischweibchen bildet eine eigene Plazenta fürs Männchen und nährt es eben so lange, bis es sie befruchtet hat. Teil 3, und das ist das ganz Besondere dieses Fotos, jetzt wieder ganz im Ernst, was wir alle nicht wussten, weil wir immer nur tote Tiefseeanglerfischinnen gefangen hatten. In Wirklichkeit sind diese Fische mit gigantischen Sensoren ausgestattet. Und diese Sensoren, die Sie anfangs sahen, helfen dem fast blinden Fisch, sich zu orientieren, Strömungen, Trends zu erspüren, die Beute, die Chancen und Risiken in der vollkommenen Dunkelheit zu erkennen. Das ist Teil 3 des Leitbilds der Wissenschaftskommunikation, die ich gleich beleuchte. Keine Sorge, das mache ich alles ganz schnell. Also beginnen wir mit dem Selbstleuchten. Das Selbstleuchten ist doch eigentlich der echte, wahre und schönste Grund der Wissenschaftskommunikation. Warum zum Teufel sollen wir alles geben, vor uns hin forschen, wenn wir nicht aus diesem Forschen heraus die Kraft, die Begeisterung, dieses Leuchten erzeugen würden als Wissenschaftler? Und genau das ist das, was uns verbindet mit jedem Menschen, seien es unsere Kinder, unsere Großeltern, sei es die Öffentlichkeit. Auch unter Wissenschaftlern geht es darum, kann ich so von meiner Forschung berichten, dass etwas leuchtet, dass ein Licht entsteht, ein Funkeln, etwas Magie. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir Tiefseeforscher nun mal gesegnet sind mit, wie war das nochmal, männlichen Spielgeräten wie Tauchroboter. Da muss ich noch mal eine Weile drüber nachdenken. Nein, klappt mit jeder Forschung. Es klappt einfach, weil wir als Menschen nun mal wissen wollen. Das ist ein Teil des Menschseins. Wir werden mit Neugierde geboren. Kinder sind Forscher. Die laufen durch die Welt und gucken alles an und wollen alles wissen. Und das ist das, warum es Leuchten braucht. Wenn die Kinder dann nämlich in die Schule kommen, dann brauchen sie Lehrer, die ihnen dieses Leuchten des Wissenwollens, des Wissens, des Entdeckens weiter vermitteln. Kommen wir Studierenden an die Uni, dann wollen wir Professoren haben, Lehrende haben, die uns sagen, warum ist es so wunderbar und einzigartig zu forschen? Was kann man mit Wissen eigentlich anfangen? Sind wir dann erwachsen und in der Forschung unterwegs, kommunizieren wir, dann erleben wir ja, dass dieses Licht auch auf uns scheint, wenn wir kommunizieren, wenn wir berichten von dem, was wir nun mal tun. Es ist unser Job, ein Selbstleuchten zu erzeugen. Und das muss gefordert werden. Gefordert und gefördert. Warum gibt es nur diesen einen Preis? Warum nicht viel mehr? Weil es eben wichtig ist, dass wir aus der Forschung, aus der Wissenschaft berichten können und dass wir immer wieder verstehen, wir Menschen, wir wissen so wenig. Es gibt so viel mehr zu wissen und dieses Wissen brauchen wir, um uns zu orientieren. Wir müssen darüber reden, wo wir stehen, was Wahrheit ist. Und das können wir auch mit der uns eigenen Begeisterung.
in diesem Moment des Entdeckens, des Erforschens, der Freude an der Sprache, am Gehörten, am Gesehenen, steckt ja auch jede Menge Energie in diesem Funkeln. Also Sie alle hoffentlich hatten schon mal diesen Moment, wo man merkt, mein Gott, ich habe was gesehen, das hat noch nie jemand vorher gesehen. Ich habe einen Gedanken formuliert, so hat ihn noch keiner formuliert. Ich kann etwas erklären, es ist genau so und nicht anders. Und ich bin vielleicht der erste Mensch, der das so erklären kann. Das ist was unglaublich Schönes, Magisches. Und danke für das Stichwort der Ver- oder Entzauberung der Wissenschaft. Diese Begeisterung und diese Fähigkeit zum Denken, zu vermitteln in der Wissenskommunikation nach innen wie nach außen ist für mich ein ganz hohes Gut. Die Begeisterung fühlen alle Menschen draußen. Ich war gerade, und das werde ich ab und zu mal wieder einfließen lassen, auf einem ersten neuen Wissenschaftsfilmfestival, wo es darum ging, auch in die sogenannten bildungsfernen Gesellschaftsschichten zu gehen. Und klappt das dort? Ja, natürlich. Wenn wir als Mensch berichten, was unsere Arbeit ist, was die Methode ist, was wir tun, dann können wir mit jedem Menschen sprechen und jeder Mensch mit uns. Okay, ich bin Optimist, was Wissenschaftskommunikation angeht, aber ich wünsche mir eben, dass wir Forschenden Träger von Geschichten sind, zusammenarbeiten mit anderen, um immer wieder zu erklären, Wissen ist ein Teil des Menschseins. Und genau wie der Tiefseeanglerfisch und die Tiefseeanglerfischin dieses Selbstleuchten durch Symbiose organisiert, die können es nicht ganz alleine, die müssen mit Massenmedien arbeiten, nämlich Bakterien rasen in ihren Organen, die sie anreichern, die sie dann stressen, so damit sie ins Leuchten geraten. Genauso sollten wir Wissenschaftler gerne auch die Hilfe der Medien nutzen. Es ist eine Symbiose, die es zu erschließen gilt, die sich gegenseitig befördern kann, viel Kanalität, Vielfalt in den Gesichtern von Forschern zu zeigen. Das tun wir zu wenig in Deutschland, auch anderswo. Dieses Begeistern steckt in jedem und es muss jetzt nicht nur ein junger, ein schöner, ein wohlerzogener, gut sprechender Mensch sein. Man kann stottern, dick, dünn sein, jung, alt. Wenn Forscher sprechen und von ihrer Arbeit berichten, dann kann das begeistern, wenn man das Gesicht des Menschen und die Methode zeigt. Und das kennen auch viele von Ihnen, das will ich nur an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist auch ein Trick natürlich in der Wissenschaft, genau dieses Funkeln herzustellen. Ich sage nur mal Begutachtung, Sie alle kennen das, Sie gehen irgendwo rein, sollen was begutachten. Da steht ein müder Institutsdirektor, fasst mühsam die quantitativen Leistungsindikatoren der Forschung zusammen. Die Gutachter sind mäßig interessiert, dann legt der Institutsdirektor einen drauf und sagt die 5 fantastisch gesellschaftsrelevanten Ziele der Forschung und immer noch finden die Gutachter alles lala. Dann gehen Sie in den Raum mit den Doktoranden, die erzählen Ihnen was total Schwieriges, was Sie machen, einen ganz kleinen Baustein des Wissens und des Denkens und alle sind begeistert, weil da Menschen sind, die leuchten. Also warum nicht mehr daran arbeiten, dies nicht mehr nutzen? Jetzt komme ich aber vom Selbstleuchten, was die Tiefseeanglerfischin so gut kann, zu Punkt 2, den scharfen Zähnen, dem großen Maul. Und ich bin der Meinung, und das sehen wir auch tatsächlich unterschiedlich, das gebe ich auch gerne zu, wir sind nicht alle gleich in der Meinung, wie politisch muss Wissenschaft sein. Ist auch gut so, sie muss es mal mehr, mal weniger. Aber meiner Meinung nach muss sie ein großes Maul haben und scharfe Zähne. Sie muss festhalten können, sie muss sich verbeißen können. Sie muss dann manchmal nicht aufgeben, immer wieder das Gleiche sagen, wenn es um etwas Großes geht, wie zum Beispiel Zukunftssicherung. Sie muss aber auch erkennen, wann gilt es darum, dieses Festhalten, dieses Zubeißen zu sichern, zu nähren, anderen beizubringen, um was es geht, in unserer Wertegemeinschaft. Es geht dabei ja nicht nur um die Inhalte unbedingt, sondern es geht auch um die Werte, die unsere Wissenschaftsgemeinschaft auszeichnet. Herr Strohschneider hat es schon gesagt und sagt es oft und ich bewundere ihn auch dafür, dass er immer wieder darauf hinweist, es geht darum, dass wir in einer Welt leben wollen, die so ist wie Wissenschaft. Offen, die ihre Regeln der guten Praxis aus Selbstkraft mit Selbstreinigung einhält. Eine Wissenschaft, die international ist, ein offenes Gesicht hat, transparent ist, nachvollziehbar, überprüfbar. Das sind doch eigentlich alles Werte, die wir für viel mehr wünschen als nur den wissenschaftlichen Teil. Ich freue mich, dass ich in dem Preis auch gelobt dafür werde, dass ich eine Haltung einnehme, wenn es darum geht, dass es die Wirkungen des Klimawandels mittlerweile überall auf der Erde zu spüren gibt, wenn es darum geht, dass die Ressourcen endlich sind, grenzenloses Wachstum Quatsch ist und dass der Ozean als Alternative für all das, was wir an Land schon verbraucht haben, schon mal gar nicht geht. Das erlaube ich mir als Wissenschaftler, weil ich kann es mit Fakten und Experimenten und mit Simulationen unterlegen.
Und diese Werkzeuge, die wir haben, in die Zukunft zu reisen, Modelle zu nutzen, Zukünfte, Utopien zu simulieren, darstellbar zu machen, das ist eine so wichtige Methode, die wir viel zu wenig benutzen. Viel zu wenig darüber sprechen, wie wir doch neue Werkzeuge haben, um auch das Komplexe, Systemische zu erfassen und darüber zu sprechen, dass Dinge, die im einen Moment eine tolle Innovation sind, im nächsten Moment auch zerstörerisch wirken können. Und ich sage nur mal Plastikfolie oder ich sage mal Öl, Erdöl aus dem Boden gewinnen. Alles Mögliche war mal befreiend und toll und kann dann aber auch wieder umkippen und eine Bedrohung darstellen. Und das braucht alles Wissen und darüber sprechen. Wann genau müssen wir jetzt also zubeißen und scharfe Zähne zeigen? Für mich ist das der Moment, wenn wir wissen, dass unser wissenschaftliches Wissen notwendig ist, um die Welt zu retten. Das sage ich jetzt mal so plakativ, aber es stimmt. Und auch da in den letzten Tagen, und ich freue mich auch, dass Martin Schneider heute Abend da ist, habe ich noch mal so ein richtiges Aha-Erlebnis gehabt, als ich seinen Film, den er nach Deutschland geholt hat, Mission Ozonloch, gesehen habe, wo es noch mal gut dargestellt ist, wir sind so knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Es war eine Handvoll Wissenschaftler, ein mutiger Doktorand, ein Wissenschaftler, der hat ihm zugehört, dann ein paar kampagnenerfahrene Wissenschaftler, die geholfen haben, etwas zu kommunizieren, worüber wir heute gar nicht mehr nachdenken. Es gäbe Millionen Tote, wären nicht rechtzeitig die halogenierten Kohlenwasserstoffe eingedämmt worden. Sie sind ja immer noch nicht ganz verschwunden, aber immer wieder darüber zu reden, dass wir auch gute Beispiele haben, wo der richtige Moment des wissenschaftlichen Wissens kommunizieren und dafür kämpfen und sich verbeißen, dass das wirklich zur Zukunftssicherung gehört. Und da muss ich sagen, ist für mich der Klimawandel, und niemand mag es mir hören, aber ich würde es immer noch jedes Mal sagen, und ich bin so stolz, dass Stefan Raab in TV Total Klimawandel zweimal sagen musste. Da ist für mich, das ist für mich die große Bedrohung, und wir haben die Fakten, um Ihnen allen, um jedem zu sagen, wenn wir da nicht umsteuern, dann laufen wir in die übelste Katastrophe, die da kommt. Nicht unbedingt, weil es uns zu warm ist, aber deswegen, weil so viele Menschen kein Zuhause mehr haben und wir kommen noch nicht mal mit unter einer Million, die nach Deutschland wollen, klar. Es verändert alles in Europa gerade, das besorgt mich sehr, und es wird letztendlich ein Vielfaches davon auf den Weg gehen, weil wir nicht begreifen, dass dieses System miteinander zusammenhängt. Die Umwelt, die gute Umwelt, ist ein Menschenrecht. Also bin ich der Meinung, großes Maul, scharfe Zähne ist durchaus ein wichtiger Teil der Wissenschaftskommunikation. Natürlich aber auch der Nährboden, die die Tiefseeanglerin gibt. Das zu nähren, das kritische Denken, auch mal streiten, sich wegsetzen über vielleicht den Anstand des Stillehaltens und zu nerven, das gehört dazu. Damit komme ich zu Punkt 3. Punkt 3 war ja der für die Forschung erstaunlichste neue Körperteil der Tiefseeanglerin. Ein Netzwerk von Sensoren. Und nochmal, wir wussten das alle nicht, dass sie so funktionieren, dass sie so fühlen können, weil wenn man diesen Fisch fängt, wenn man ihn aus seinem Lebensraum herausnimmt, diese Strahlen, diese Flossenstrahlen einfach abbrechen. Und dann haben wir im Museum so einen braunen Klumpen im Glas und denken, aha, das ist also die Tiefseeanglerfischin. Aber nein, sie hat ja einen viel größeren, schöneren Körper und sie kann mit diesen Sensoren, die ganz fein sind, effektiv alle Bewegungen um sie herum vorausspüren. Und auch das ist Wissenschaftskommunikation, Sensoren zu haben in der Gesellschaft. Natürlich sind wir Wissenschaftler schlicht einfach Menschen und wir stehen morgens auf, kommen abends zu unserer Familie heim. Wir sind einfach ein Teil der Gesellschaft, ganz klar. Und das ist unser Impuls. Aber zusätzlich haben wir eben diese Sensoren und sollten sie haben und sollten sie nutzen, um Trends, um Bewegungen in der Gesellschaft zu spüren und uns immer wieder die Frage zu stellen, was hat mein Forschen eigentlich mit dem draußen, mit dem anderen zu tun? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Den Kontext zu verstehen der Wissenschaft, sie ist nicht kontextfrei. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eben wir ein Teil des Ganzen sind, aber so viel zu geben haben und die Sensoren, die wir eigentlich dringend brauchten, auch gefördert werden können. Impulse von außen aufnehmen und abgehen ist für mich ein Teil der Wissenschaftskommunikation und ich wünsche mir, dass wir diese Sensorik des Fühlens, des darüber Sprechens noch mehr fördern. Es braucht dazu vor allen Dingen Platz, Raum, Zeit, Bewegungsfreiheit. Es braucht eine Situation, in der die Sensoren nicht abgebrochen werden, weil die Drücke so hoch werden oder man herumgeschubst oder sonst wie was wohin beschleunigt wird. Es braucht Zeit. Wissenschaft braucht Raum, Platz zum Entfalten, Platz für das Strahlen. Meine Damen und Herren,
ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke mich beim Stifterverband und der DFG. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, die DFG hat für mich den Unterschied gemacht. Als junger Mensch habe ich meinen allerersten Antrag, einen kleinen Meteor-Auswerter-Antrag geschrieben und hatte plötzlich eine Technikerin und dann eine Doktorandin. Und ich weiß genau, dass diese Ermöglichung, diese kleinen Schritte, diese winzigen bisschen Förderung für junge Menschen, die erste Schritte im Wissenschaftssystem tun, eben alles sein können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.